Immer mehr Personen greifen beim Kauf von Lebensmitteln zu Bioprodukten. Toralf Matthäus hat sich mit dem Mecklenburger Biomarkt speziell auf Bio-Lebensmittel spezialisiert. Ich bin Warnemünder seit Geburt an, war ein bisschen außerhalb, habe mich lange mit Vertrieb beschäftigt und hatte immer den Traum dessen, dass ich also nachhaltig und ökologische Produkte verkaufe, am Anfang produziere, jetzt verkaufe. Und habe das nach 23 Jahren für mich entschieden, raus aus dem großen Vertrieb, rein in den persönlichen, in einem kleinen Tante-Emma-Laden. In meinem Fall ist es der Onkel-Toralf-Laden. Wenn wir konventionell anbauen, dann haben wir zugelassen durch die EU und durch Deutschland natürlich sehr viele Stoffe, die normalerweise im Landbau die Produktion erhöhen, aber viele Nebenwirkungen, wie man das so schön sagen darf, haben. Und diese Nebenwirkungen sind für die Umwelt nicht unbedingt von Vorteil und sicherlich auch nicht für die Menschen, werden aber zurzeit nicht deklariert. Zu diesen Stoffen gehören bei der konventionellen Landwirtschaft beispielsweise chemisch-synthetische Pestizide. Sie werden in der biologischen Landwirtschaft durch Stoffe wie Kupfer oder Schwefel ersetzt. In höheren Konzentrationen sind jedoch auch diese Stoffe nicht unbedingt gesund. Dafür sind sie unschädlicher für den Boden und tragen zu einer höheren Artenvielfalt als auf konventionellen Feldern bei. Auch das Argument, dass biologische Landwirtschaft weniger Treibhausgase ausstößt, lässt sich nicht generell so hinstellen. Ein biologischer Bauer stößt zwar bei der Produktion weniger Treibhausgase aus, braucht jedoch mehr Fläche und Tiere als ein konventioneller Bauer, um die gleiche Menge an Erzeugnissen zu erwirtschaften. Damit steigt auch der Treibhausgasausstoß wieder. Dann kann man aber unterscheiden zwischen den großen Anbauverbänden, die es tatsächlich überwiegend nur in Deutschland gibt. Demeter, Naturland und Bioland sind die großen. Und dann gibt es noch kleinere, die sich angehangen haben, aber auch nicht schlechter oder besser sind. Und die sagen eindeutig, was geht und was nicht geht. Und in den klassischen Biomärkten oder Fachmärkte genannt, findet man überwiegend Anbauverbände, aber auch EU-Siegel. Das hat aber mehrere Hintergründe. Einmal haben sich natürlich die großen Konzerne in diesem Bereich abgesichert. Sie wollen auch Bio verkaufen und haben ein schwaches Siegel aufgelegt, das EU-Siegel, in dem sie also noch viel verstecken können. Während die Anbauverbände klar sagen, was erlaubt ist und was nicht, ist das EU-Siegel zwar auch so angelegt, aber sehr stark abgeschwächt und immer noch auf Großproduktion ausgelegt. Die Rostocker achten beim Lebensmittelkauf auf unterschiedliche Kriterien. Dabei spielt zum Teil auch das Bio-Siegel eine Rolle. Zum einen auf den Preis und dann achte ich darauf als nächstes bei Fleisch auf die Herkunft bzw. auf den Bio-Status. Qualität, schmecken soll es und wir kaufen nur so viel, dass wir nichts wegwerfen müssen. Auf die Preise und auf die Qualität. Ich gebe auch lieber ein bisschen mehr Geld aus, wenn ich natürlich ein schönes Sortiment vorfinde. Teilweise also bei Fleisch zum Beispiel versuche ich schon, Biofleisch zu kaufen und halt immer so von der Haltungsform her halt das Beste. Genau. Lebensmittel möglichst regional, wenn es gibt. Ansonsten achte ich nicht so sehr drauf. Regional ist mir wichtig. Das Achten auf die Regionalität und Saisonalität von Lebensmitteln erweist sich dabei weiterhin als wichtigstes Kriterium, um nachhaltig einzukaufen. Als Verbraucher sollte man also genau hinschauen und sich über die eigenen Lebensmittelansprüche bewusst werden, um die richtige Entscheidung zu treffen.